mein Gott, hast du Charlies neues Lied gehört? Ja, ich glaube schon. Das ist jetzt gerade erst rausgekommen, right? Ich finde sie so toll. Ja, nee, klar, das stimmt. Ich weiß nicht, ob es meine Lieblingssängerin wäre, aber also ich finde sie jetzt nicht schlecht. Doch, sie ist die Beste. Ja, nee, klar. Hast du Lust, irgendwie noch was zu machen, bevor die Schule aufhört? Irgendwie, wir können Kaffee trinken gehen oder ein Eis essen? Ja, klar. Okay, perfekt, weil ich habe das Wochenende überhaupt gar keine Zeit. Ich bin super busy. Was hast du noch so vor? Ich wollte unbedingt zu Charlies Konzert. Oh, stimmt, das ist heute Abend, oder? Aber alle Tickets sind ausverkauft. Oh, schade. Aber vielleicht, ja, nächstes Mal? Keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, dass du so ein riesen Charlie-Fan bist. Ja, alles klar. Ja, dann lass uns einfach einen Kaffee holen. Ich sag, die Konzerte sind vielleicht auch ein bisschen overhyped. Ich glaube, das reicht, wenn man die CDs hört. Ich bin honestly kein Riesenfan von Konzerten. Ich weiß nicht, was man daran sieht. Okay. Nee, aber weißt du, was ich meine? Ich meine, die gleichen Lieder kannst du ja auch einfach über, keine Ahnung, dein Handy hören. Oder auf YouTube gucken oder sowas. Mit Musikvideo sogar. Und dann hast du nicht noch die ganzen anderen Leute, die schreien. Und es ist ein Gedränge. Und weißt du, was ich meine? Ich glaube, Konzerte sind blöd. Aber das Konzert ist sicher so toll. Okay, dann los. Ich habe Lust auf Eis. Willst du heute bei mir übernachten? Habe ich nicht erst neulich bei dir übernachtet? Ich weiß nicht, ob ich heute Zeit habe. Ich kann mal meine Mom fragen, aber so wie ich sie kenne, sagt sie wahrscheinlich nein. Aber lass mich mal kurz fragen. Mama? Hi. Lisa fragt, ob ich heute bei ihr übernachten kann. Oh, es geht nicht. Och Mann, nie lässt du mich irgendwo übernachten. Okay, dann komme ich gleich nach Hause. Okay, tschüss Mama. Nee, schlechte Nachrichten. Sie hat nein gesagt. Irgendwie ist es in letzter Zeit schwierig. Oh, wie schade. Sag mal, weißt du, wie spät es ist? 18 Uhr, wieso? Oh mein Gott, ich muss los. Meine Mom war schon ein bisschen gestresst am Handy, aber ich habe noch einen Termin, beziehungsweise ich habe noch was vor. Ich habe halt eine Sache. Ich kann nicht drüber reden, aber es ist halt einfach langweilig. Es ist wegen der Schule. Ich muss noch ein Referat machen für morgen. Gut, wir sehen uns dann am Montag nach dem Wochenende. Mach's gut, tschüss. Okay, das war unauffällig. Ich hoffe, da ist ihr nichts aufgefallen. Dann kann ich mich jetzt schnell aufmachen zu der Konzerthalle und komme nicht zu spät. Okay, gerade noch geschafft. Hier ist meine Tasche mit den Wechselklamotten. Dann kann ich mir meine Perücke aufsetzen und mein Bühnenoutfit anziehen. So. Okay, mein Mikrofon funktioniert. Die Lichter scheinen gemacht zu sein. Okay, los geht's. Okay, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr wart eine super Audience. Tschüss. Hallo, Mama. Ah, hallo, Schatz. Wie war dein Konzert? Eigentlich echt gut, aber in letzter Zeit habe ich das Gefühl, Lisa redet von nichts anderem mehr, als davon, was für sie ein großer Charlie-Fan ist und dass sie unbedingt auf das Konzert will. Und es war super knapp, weil gestern war nicht super ausverkauft, aber, keine Ahnung, sie hat trotzdem zum Glück keine Karte gekriegt. Und, ich habe so Angst vor dem Tag, wo sie die Karte kriegt. Willst du ihr denn nicht davon erzählen? Ich weiß es nicht. Ich meine, Lisa ist ein kleines Plappermaul und ich will nicht, dass es rauskommt. Ich will auch ein normales Leben führen. Kannst du nicht unserem Ticket-Dude sagen, dass der niemandem irgendwie was verkaufen soll, der halt ihren Namen hat? Das kann ja nicht so schwer sein, oder? Die Leute müssen ja ihren Namen eintragen. Naja, ich versuch's mal. Danke, Mama, du bist die Beste. Aber rede vielleicht mal mit ihr. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann ja nicht sagen, oh, hallo Lisa. Du denkst, wir sind beste Freunde, aber eigentlich habe ich dich die letzten 2 Jahre angelogen und ich habe eine geheime Identität als Popstar, der hier die ganze Zeit auftritt und wo du ein riesen Fan von bist. Ich meine, ich weiß nicht, ob das ein bisschen blöd kommt vielleicht. Sie nimmt es dir sicher nicht böse. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe sie angelogen. Gut, ich gehe mich mal umziehen und meine Perücke waschen. Bis nachher. Boah, ich freue mich voll, dass es geklappt hat, dass wir mal wieder übernachten. Meine Mama war in letzter Zeit super streng und gefühlt darf ich abends kaum mehr was machen, weil es immer heißt, lern für die Schule, mach deine Hausaufgaben, du hast doch noch ein Referat auf. Aber heute ist zum Glück Wochenende und sie lässt mich mal ein bisschen in Ruhe. Ja, ich gehe mal kurz aufs Klo. Oh nein, warte mal. Ich glaube, ich habe meine Perücke noch im Bad. Lisa? Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Ja, sorry. Ich habe noch die Faschingsperücke von meiner Mama. Die ist hier oben im Bad zum Trocknen. Ich dachte, da ist jemand in deinem Bad. Oh ja, nee, sorry. Hätte ich dir sagen sollen. Ist mir voll entfallen. Normalerweise hat sie die nicht auf, deswegen. Puh, okay, alles gut. Okay, wollen wir uns fertig machen? Vielleicht können wir unten noch einen Film schauen. Klar. Hast du neue Outfits gekauft? Ja, aber die sind eigentlich... Nee, also die sind auch von meiner Mama teilweise. Und lass uns runtergehen, komm. Wie cool. Ja, nee, meine Mom baut ein bisschen um, deswegen hat sie viele Sachen bei mir jetzt oben im Zimmer, weil gefühlt ihr Bad nicht mehr groß genug ist und ihr Zimmer nicht mehr groß genug ist. Okay, was willst du schauen? Ich weiß nicht, was gibt's denn?
Wir können ja mal ein bisschen durchstöbern, was es heute so gibt, was läuft. Warte, warte, geh mal kurz zurück. Ja klar, was hast du gesehen? Oh mein Gott! Man kann Konzertkarten gewinnen! Was denn für Konzertkarten? Na, für Charlie! Boah, aber die Chance, dass du bei sowas gewinnst, ist super gering. Ich glaube, das sind meistens nur so Scams, damit du anrufst und es kostet dann viel für deine Telefonrechnung. Ich ruf sofort an. Hallo? Oh mein Gott, wirklich? Warte, wirklich? Hast du gewonnen? Danke, danke, danke! Nein, oder? Das ist nicht wahr. Du hast nicht wirklich gerade Konzertkarten gewonnen. Im Fernsehen. Beim ersten Anruf, den du gemacht hast. Das ist Quatsch. Ranja, ich habe gewonnen! Hä? Das ist unmöglich. 100%, das kann gar nicht sein. Zeig mal her. Da, schau. Tatsache. Hä? Okay, glücklichster Mensch auf Erden? Ich freue mich so. Gehst du mit mir hin? Oh mein Gott, morgen schon? Ich dachte, das wäre komplett ausverkauft. Nein, das waren die letzten beiden Karten. Du, ich weiß nicht, ob ich morgen Zeit habe überhaupt. Kann sein, dass ich noch was machen muss. Halt auch für die Schule. Wie gesagt, meine Mama ist in letzter Zeit ziemlich streng mit mir. Bitte. Ich meine, okay, komm, du bist meine beste Freundin. Ich gehe mit dir hin. Aber es kann sein, dass ich früher weg muss. Yay. Aber ich muss noch meine Mom vorher fragen, okay? Vielleicht erlaubt sie es ja nicht. Danke, du bist die Beste. Okay, dann, ich gehe dann mal nach Hause. Okay, dann bis morgen. Okay, ich muss mir irgendwas überlegen. Ich kann ja nicht gleichzeitig auf der Bühne stehen und mit Lisa im Publikum sitzen. Das geht überhaupt nicht. Ich kann ja auch nicht zwischendurch wechseln. Okay, was mache ich? Ich kann auch nicht die ganze Zeit die Ausrede benutzen, dass meine Mama mir alles verbietet. Eigentlich verbietet mir meine Mama überhaupt nichts. Hat sie früher auch nie gemacht. Das wäre richtig merkwürdig auf einmal. Oh Gott, sie ist auch gar nicht da. Ich weiß nicht, ob ich da einen guten Punkt machen kann. Okay, was mache ich nur? Ich kann ihr auch nicht die Wahrheit sagen. Oh, hallo Mama. Ronja, ist alles okay? Nee, ist überhaupt nicht alles okay. Lisa hat Tickets im Fernsehen gewonnen für das blöde Konzert. Und jetzt will sie, dass ich mit ihr hingehe morgen. Und ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Und ich kann ja nicht gleichzeitig mit ihr im Publikum sitzen und auf der Bühne stehen. Und ich bin voll gestresst und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hab's dir doch gesagt. Lügen war falsch. Ja, danke, Mama. Das hilft mir jetzt auch nicht gerade weiter. Geh einfach mit ihr hin. Ja, und dann? Was soll ich dann machen? Ich kann sie ja nicht einfach alleine lassen und dann auf die Bühne gehen. Ich meine, wahrscheinlich habe ich keine Wahl. Vielleicht ist es wirklich das Beste, was ich machen kann. Und wenn du dort bist, sag ihr, du musst weg. Okay, ich habe dich irgendwie auch für viele Sachen jetzt vorgeschoben. Tut mir leid, wenn sie bei dir nachfragt, kannst du sagen, ich habe irgendwie schlechte Noten und soll deswegen viel für die Schule nachholen oder irgendwas in die Richtung. Weil ich habe gefühlt dreimal schon abgesagt, dass sie hier übernachten kann oder andersrum. Ja, okay. Okay, danke, Mama, du bist die Beste. Dann versuche ich das mal. Ich packe mal meine Tasche für morgen. Aber danach sag ihr die Wahrheit. Ich weiß nicht. Wir werden ja sehen, okay? Mach's gut. Boah, das sind voll die guten Plätze. Hey, ja, in der ersten Reihe. Holy moly. Das ist ja voll... Ich wusste nicht, dass die Radio-Leute sich so gute Plätze leisten können. Warum hast du eigentlich eine Tasche dabei? Ich muss kurz aufs Klo. Ich bin gleich wieder da, ja? Oh nein. Ronja, wo bist du? Hi, warum bist du mir gefolgt? Du bist so komisch in letzter Zeit. Okay, Lisa, hör zu, ich muss dir was sagen. Ich habe nicht viel Zeit, okay? Das Konzert fängt ja auch gleich an. Willst du wissen, was in der Tasche ist? Okay, dann hier, dann schau. Das sind meine Konzertklamotten. Das ist meine blonde Perücke, die du neulich bei mir im Badezimmer gesehen hast. Die habe ich gewaschen nach dem Konzert. Ich führe ein Doppelleben und ich bin Charlie. Was? Warte mal, mir tut super leid, dass ich dich angelogen habe. Was? Also ich hätte dir das viel früher sagen sollen, aber ich wollte, dass du mich normal behandelst. Wie, weißt du, wie du es immer gemacht hast? Du bist meine einzige beste Freundin. Du bist Charlie? Und ich wollte nicht, dass du so reagierst, wie du jetzt reagierst. Und es tut mir super leid, okay? Du bist trotzdem meine beste Freundin und ich habe dich echt lieb und ich wollte dich nie anlügen. Es ist okay. Okay, weil das Konzert fängt gleich an und ich muss mir jetzt meine Haare machen und ich muss mich umziehen und... Ich kann es ja verstehen. Wirklich, du bist nicht sauer? Ich feuer dich vollen Platz an. Okay, danke, Lisa, du bist die Allerbeste. Du bist die beste Freundin, die ich jemals hatte. Okay, ich mache mich kurz ready, wir sehen uns dann gleich. Okay, dann geht's wohl los. 3, 2, 1. Hallo alle miteinander, ich find's schön, dass ihr heute alle kommen konntet. Und der erste Song geht raus an meine allerbeste Freundin, die heute hier auch im Publikum sitzt. Und ich würde sagen, dann let's go und ich wünsche euch viel Spaß. Wow, Ronja, das war so cool. Dankeschön. Du bist wirklich nicht sauer auf mich, ich habe mir die ganze Zeit Sorgen gemacht. Ja, okay, aber hör zu, das ist ein Geheimnis und es darf niemand erfahren. Keine Sorge. Ich sag's nicht weiter, unter einer Bedingung. Was möchtest du? Ich will für jedes Konzert Tickets. Okay, ja, die kannst du haben, gerne. Dann habe ich auch immer meine beste Freundin da. Juhu! Hast du Lust, mit der Limo nach Hause zu fahren und, keine Ahnung,
shoppen zu gehen? Ich habe einen super Kleiderschrank. Das, was du letztes Mal gesehen hast, war nur der Anfang. Ich habe dahinter noch einen riesigen versteckten Kleiderschrank mit meinen ganzen Bühnenoutfits. Ja! Oh mein Gott, wie toll! Alles klar, dann mir nach. Wir gehen hier oben raus. So, das war's mit dieser Folge. Ich lebe heimlich als Popstar. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber wir hatten diesmal zum Beispiel ein paar Zuschauer in der Audience. Falls einer sich da wiedererkannt hat, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich bin auf den normalen Brookhaven-Servern, also falls ihr auch mal da seid, könnt ihr vielleicht mit ein bisschen Glück auch ins nächste Video kommen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert auch gerne den Kanal, verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!